Herzlich willkommen zu LigaWeb TV. Heute waren wir bei etwas ungemütlichem Wetter hier in Bayertheim, um uns die Partie des Aufstiegskandidaten SVK Bayertheim 2 gegen die zweite Mannschaft des FC Berghausen anzuschauen. Für beide Mannschaften ging es heute darum, wichtige Punkte zu sammeln, um sich in der Spitzengruppe der Liga zu etablieren. Aber bevor es losging, mussten beide Mannschaften erst noch ein wenig Anschauungsunterricht beim B-Jugendspiel des SVK Bayertheim gegen die SG Siemens nehmen. Dann aber ging es endlich los und die Gastgeber in den blau-weißen Trikots machten von Anfang an ordentlich Druck auf die Abwehr von Berghausen. Der FC seinerseits hatte in der ersten Hälfte ein wenig Probleme, ein geordnetes Offensivspiel aufzubauen. In der 10. Minute hätte es beinahe schon 1:0 gestanden, doch erst klatscht der Schuss von Dominik Born an den Pfosten und dann verfehlt Dennis Weschenfeller das Tor nur denkbar knapp. 5 Minuten später dann die erste große Chance für Berghausen. Über links setzt sich Amel Selimovic durch und flankt butterweich ins Zentrum. Doch Timo Karabes Direktabnahme geht deutlich über das Bayertheimer Tor. Die nächste Chance hatte wieder der SVK. Dieses Mal konnte Viktor Weigel den Schuss von Born zur Ecke klären. Auch wenn Bayertheim ganz klar feldüberlegen war, noch stand es 0:0. Und in der 33. Minute hatte erneut Karabe die Führung für die Gäste auf dem Schlappen. Doch wieder zielt er zu ungenau. Das kann man Dominik Born sicherlich nicht vorwerfen. Sein Schuss aus 20 Metern schlägt in der 37. Minute unhaltbar für Keeper Weigel im Berghausener Tor ein. 1:0 für Bayertheim. Sicherlich eine verdiente Führung zur Halbzeit für die Gastgeber. Kurz nach dem Pausentee die erste Möglichkeit für Berghausen. Doch Selimovic trifft den Ball mit links nicht voll. 6 Minuten nach Wiederanpfiff zieht Fritz Lindenberg auf und davon und trifft überlegt zum 2:0 für Bayertheim. Jetzt schien die Partie fürs Erste entschieden. Die Chance zum 3:0 ließ Weschenfelder jedoch ungenutzt. Auf der gegenüberliegenden Seite ging es nach einem Einwurf plötzlich ganz schnell und die flache Hereingabe von Selimovic befördert Heiko Mall per Hackentrick durch die Beine von Manuel Wedel ins Tor. Nur noch 2:1 für den SVK. Jetzt wurde das Spiel noch einmal richtig interessant. Born schickt Weschenfeller auf die Reise, doch er scheitert schon wieder am gut parierenden Schlussmann Weigel. Dann die 75. Spielminute. Ein Zweikampf zwischen Pascal Krusek und Dominik Born. Der nimmt den Ball und versucht damit Krusek ins Gesicht zu werfen. Der Versuch allein zählt und folgerichtig musste der gute Schiedsrichter Moritz Krake die rote Karte ziehen. Und auch auf Seiten der Berghausener verließ nur 2 Minuten später ein Spieler den Platz. Selimovic musste aufgrund seiner zweiten gelben Karte das Spielfeld räumen. Mit 10 gegen 10 ging es also weiter und wie schön. Julien Hagel nimmt von der Strafraumecke ganz genau Maß und zirkelt den Ball in den rechten oberen Winkel. Wirklich ein klasse Tor vom flinken Bayertheimer Mittelfeldmann. Und auch in der Folgezeit hatte Bayertheim die eine oder andere Möglichkeit, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. Doch Hassis bringt seine Flanke nicht an den Mann und Marc Müller verfehlt das Tor mit seinem Seitfallzieher. So nutzte Heiko Mall eine Unachtsamkeit in der Bayertheimer Abwehr, um in der 86. Spielminute zum 2:3 zu verkürzen. Und wäre Francesco Baldassare eine Minute später nicht der Ball über den Spann gerutscht, wer weiß, ob es am Ende nicht doch 3:3 gestanden wäre. So aber besiegte die zweite Mannschaft des SVK Bayertheim den Gast aus Berghausen, der insbesondere in der ersten Hälfte enttäuscht hatte. Sehr ärgerlich. Das ist unsere erste Niederlage in der Saison. Und wir hatten uns eigentlich auch hier viel vorgenommen, haben in Bayertheim in den letzten Jahren allerdings nie gut ausgesehen. Es war eigentlich wirklich, ich ärgere mich noch immer maßlos jetzt gerade. Und am Ende hatten wir noch die Riesenchance zum 3:3. Ja, wir sind in der ersten Halbzeit hinten gut gestanden. Also im Vergleich zu den letzten Spielen haben wir defensiv gut agiert. Man muss sagen, wenn man in den ersten 10 Minuten gleich eine der beiden Chancen reinmacht, wo der lange Ball querkommt, dann bringen wir da Ruhe ins Spiel und das ist uns leider nicht geglückt. So hat es eben lange gedauert, bis wir das Tor gemacht haben, aber sonst bin ich mit der ersten Halbzeit zufrieden. Also ganz ehrlich, wir haben einfach die taktischen Anweisungen, die ich gegeben habe, überhaupt nicht umgesetzt und sind immer einen Schritt zu spät gewesen und waren in Zweikämpfen einfach nicht da, beziehungsweise wenn wir sie geführt haben, waren wir nicht aggressiv genug und haben dadurch einfach die Zweikämpfe verloren
Und man muss auch dazu sagen, unser Sechser Mittelfeld, die zwei, waren die erste Halbzeit komplett nicht im Spiel, also hat nicht stattgefunden und da war ein Riesenloch. Und der Zehner von Bayertheim, der Herr Born, der hat es halt nicht ganz klasse gemacht, hat es gut ausgenutzt, hat Tempo aufgenommen, da hatten wir einfach gar keine Mittel dagegen zu setzen. Ich persönlich denke, das Spiel hätte auch gut kippen können. Wir haben uns dann selbst geschwächt durch die Aktion vorne, wo wir die rote Karte bekommen. Ich habe es leider gesehen, Schiedsrichter hat so entschieden. Ja, meiner Meinung nach hätte das Spiel kippen können. Zum Glück haben wir dann das 3-1 gemacht, was aber wiederum keine Ruhe reingebracht hat. Ja, und das sind so die Sachen, die wir in den nächsten Wochen einfach abstellen müssen. Ich wäre froh, wenn wir uns Platz 8 bis 10 ungefähr da einzielen können, dass wir also mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Aber wir haben halt immer das Problem in der Rückrunde mit dem Aderlass der Spieler. Und ich hoffe, wir sind im gesicherten Mittelfeldplatz und überstehen die Runde gut und ohne Probleme, so wie die letzten Jahre, dass wir immer ein bisschen Pech hatten, am Ende noch hinten reinzurutschen und zu zittern. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr den Mittelfeldplatz anpeilen können. Also wir persönlich haben uns definitiv das Ziel gesetzt, aufzusteigen dieses Jahr, vor allem um mitzuspielen und dann halt das Glück haben, aufzusteigen. In den letzten Wochen hat man gesehen, so wie auch heute, dass wir uns das zweite Tor, fast auch wie das erste, haben wir uns einfach wieder selbst reingeschossen. Und so war es die letzten Spiele auch. Das war letzte Woche in Linkenheim, lange Bälle, drin ist und fertig. Und so sind wir einfach immer ins Hintertreffen gekommen. Und wenn wir das schaffen, abzustellen, wenn wir hinten, so wie in der ersten Halbzeit heute stehen, dann denke ich, haben wir doch eine ganz gute Runde vor uns, weil unsere Tore vorne machen wir immer. Nach dem heutigen aufregenden Spiel erwarten wir natürlich auch für nächste Woche Freitag beim Derby zwischen Reichenbach und Ittersbach eine ähnlich spannende Partie. Liga Web TV, 100% Fußball.